Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind immer noch hier in diesem kleinen Posten, sage ich mal, wo wir die Leute gerettet haben. Beziehungsweise auch Vesperia Nummer 1 eingesetzt haben, was leider zerstört wurde dadurch. Flynn haben wir auch damit gerettet. Beziehungsweise haben mit ihm dann die Monster ein bisschen vertreiben können. Ich wollte hier noch mit ein paar Leuten reden. Wir wissen zwar, wo wir als nächstes hin sollen. Aber ich würde hier gerne noch mal ein bisschen sprechen. Bist du ein Händler? Anscheinend, aber du willst jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wer alles interessant ist. Klar, die Wachen hier rechts könnten interessant sein. Ansonsten nochmal Flynn und... Ja, ah stimmt, die Gilden-Tusse da oben, die Kaufmann. Okay, die sind nicht interessant anscheinend. Okay, reden wir mal mit ihr. Wird sich diese Stadt verändert haben? Ja gut, das sieht mir nicht aus wie eine Stadt, aber wenn es für dich eine Stadt ist, dann ist es eine Stadt. Was mit euch beiden? Okay, wer fehlt noch? Flynn? Okay, das heißt, man muss hier sogar mit niemandem sprechen anscheinend. Ich denke auch nicht, dass es hier jetzt noch eine versteckte Kiste oder so gibt. Also so würde ich das Spiel gerade nicht einschätzen. Dann, ja, verlassen wir doch den Ort hier. みんな、ちょっと先行っててくれ。別に誰にも話しゃしねえよ。なぜ？あんたがあの時なぜ俺を殺そうとしたのかは、自分の手を汚してでも守りたいものがある。激しい感情にとらわれて、自分でも思いがけないことをしちまう。 許されないことをしたのは分かっている。罪に何の咎めもないなんて、いっそ恨まれた方が。甘ったれんな。俺は別にあんたのために恨まないわけじゃないし、あんたを楽にしてやるために恨むつもりもねえ。私はどうすれば。俺はあんたにけじめをつけることなんざ何もねえからな。てめえで考えな。分かんねえなら、俺じゃなくて、 全てを話せる仲間と考えてみな。その上でフレンを守るってんなら、ダチとして感謝するさ。ユーリのあんちゃん、ソディアにはいつも厳しいね。わかる気がするけどね。 ああいう全身から堅物オーラが漂ってるのって好きくないし。まあ、そう言いなさんな。騎士なんて奴らはみんなそんなもんよ。お前さんやユーリみたく、思考が早い子たちにはない堅くなさが彼女みたいなのの売りなんだからさ。堅くなさが売り？余計わかんなくなったんだけど。そうだろうね。だから話してると、お互いイライラしちゃうんだろうね。 Gut, wir sollen ja jetzt... Baul, bitte. Danke. Wir sollen ja jetzt sowohl nach Dankrest als auch nach Nordopolika. Und ich würde eher als erstes Nordopolika tendieren. Einfach aus dem Grund, weil wir in Dankrest ja den Apatheia bekommen haben von Belius. Wobei, bekommen... Na, nicht so ganz... Also klar, der Enkel vom Dorn hat uns den Apatheia zwar gegeben, aber wenn ich es richtig verstanden habe, wolle er es so aussehen lassen, als hätten wir ihn gestohlen. Also glaube ich nicht, dass Dankrest jetzt so happy darüber ist, dass wir da wieder aufkreuzen, denke ich mal. Sofern das wirklich storyrelevant war, also nachträglich storyrelevant, dass wir den Apatheia bekommen haben. Bin ich mal gespannt, deswegen denke ich mal, macht es irgendwie Sinn, mit Nordopolika zu starten, um uns dann auch anzuschauen, was in Dankrest so abgeht. So, Nordopolika ist ja zum Glück direkt hier, das heißt einmal fix gelandet. Und dann mal reingehen. Ich habe
そちらの手配が済むまで待ってると。はい、ありがとうございます。夏話が早くて助かるわ。あっさり了承したわね。彼は世界の移り変わりを目の当たりにしているようなものだから、囚われない心を持っているのね。ユニオンとパレストラレももっと仲良くなれるかな。なれるさ、同じギルドなんだ。そうですね。 今、わだかまりを捨てて力を合わせるべき時ですから、きっと仲良しになれます。のじゃ、いがみ合った後にこそ、お互いを深く知ることができて、真の友情が生まれるのじゃ。うちらが海の上の架け橋になるのじゃ。そうだね。Gut, das ging jetzt doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Also ich habe mir schon gedacht, dass es hier kein... Also ich nicht hier auf ein Hindernis stoße oder so, aber hätte mir doch vorstellen können, dass hier ein bisschen mehr gesprochen wird noch. Oder erklärt wird, aber das wurde hier komplett weggelassen. Schade. Ja, erstmal wieder Heil-Items. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, etwas zu kaufen... Ansonsten brauche ich, glaube ich, nichts mehr, ne? Hier noch irgendwas an Items? Nö. Achso, das habe ich vergessen zu bestätigen, ne? Oh, ich bin halt auch so bad. Gut. Machen wir es nochmal schnell. Und dann werden wir nach Dankrest fliegen. Und mal schauen, ob das genauso einfach wird. Kann mir vorstellen, dass es nicht wird. Ich speichere einmal schnell. Kein Bock, das ganze Zeug nochmal zu kaufen. Falls etwas passieren sollte. So, Dankrest und ja. Mal schauen, was das Spiel sich dann einfallen lässt. Oder ob wir direkt zum Turm können, den Duke da erschaffen hat. Und wir auch mitbekommen haben, dass der Turm jetzt schon anfängt, Lebensenergie der Menschen aufzusaugen. Sehr nett von Duke auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock, dem Typen ins Gesicht zu hauen. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde mir so eine richtig geile Zwischensequenz... Schon so oft habe ich mir einfach gewünscht, dass es eine Zwischensequenz gibt, wo Yuri einfach irgendjemandem ins Gesicht haut. Ich weiß nicht, ob es so eine gab. Und wenn ja, dann habe ich sie vergessen. Dann war sie anscheinend nicht so krass. Aber einfach so... Einfach mitten ins Gesicht. Ja, ich hätte es mir bei Flynn gewünscht, bei Sodia, gut, ist eine Frau, ne, kann man sagen, ja, muss jetzt nicht sein, obwohl sie eine Soldatin ist, also, ne, sie kann das ab. Ansonsten, keine Ahnung, Duke einfach nur mitten ins Gesicht. Ist das die richtige, das ist die falsche Stadt, ne? Ich bin auch blöd. Ich muss eine Stadt weiter. Irgendwas Cooles? Nö. Und ich hoffe, dass sowas kommt. Einfach eine Zwischensequenz dann am Ende, wo wir Duke treffen und Yuri haut ihm ins Gesicht. Das würde ich so geil finden. Dankrest, ja. Wir suchen wahrscheinlich den Enkel des Don, ne? Mehr oder was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Bin ich mal gespannt, ob es hier Probleme gibt. Oder ob der Don überhaupt, einverstanden ist, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Erstmal schauen, ob wir ihn hier überhaupt finden. Ich wüsste gar nicht, wo er sein sollte, sonst. それで、その片田舎まで出ていけってのか。ここではダメなのかね。ああ、ザーフィアスもここもダメだ。 そういうことだ。どっちにも勘ぐられないようにしないといかんのよ。重要な話らしいな。帝国、ギルド。へっ、そんなお使いみたいな真似、俺はごめんだぜ。私も今、ダングレストを離れたくない。ハリー、お前に任せよう。わかった。俺が行く。もう、重要な話なんだよ。そんな適当でいいの？いいんだよ。
ハリーがそこで判断したことに文句を言うつもりはねえ。うん。ならそれでいいさ。じゃあ天然殿下の都合がついたらまた来る。わかった。じゃあフレンたちのところに戻ってみましょう。進展があったかもしれません。そうだな。一度戻ろう。Okay. Gut. やっぱりまだドンを失った影響があるんですね。まだなんか怪しい雰囲気が微妙に漂っておるのじゃ。まあそりゃな。けどうまくやってそうじゃない。そうなんです。ああ素直じゃないけどな。あ、ああいう奴らの関係はあれぐらいがちょうどいいのさ。そうそう、舐められてもダメ、いがみ合ってもダメ、牽制しつつ助け合い、つかず離れず、いい感じじゃない。ただ仲良くじゃダメな関係、男の人って難しいんですね。男心は複雑なのじゃ。男だけじゃねえと思うけど。Ja, das hat jetzt auch überraschend gut funktioniert hier. Was dient ja alles einem guten Zweck. Wir sollen jetzt wieder zurück zu Flynn. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dann wieder da aufs Land zurück sollen. Oder ob er jetzt in der kaiserlichen Hauptstadt ist. Ich würde jetzt wieder zurückfliegen aufs Land. In der Hoffnung, dass er immer noch da rumsteht und nichts tut. Wobei, wollte Yuri nicht, dass Flynn den Yoda daher holt? Weiß es gar nicht. Ich glaube ja, ne? Schauen wir mal. Fliegen wir einfach mal wieder zurück. War jetzt aber auch ein bisschen unnötig, ne? Die zwei Aufgaben hier, dass wir jetzt zur Union und nach Nordepolika gehen. Es gab halt keine Gegenwehr oder sowas. Oder Großdialoge. Ich finde, das hätte man sich sparen können, indem man gesagt hat, hier der... Entweder Sodia oder diese andere Typin. Ich weiß nicht, ob es weiblich oder männlich ist. Dass die das übernehmen und wir hätten dann normal weitergemacht. Naja, gut. Will mich jetzt nicht beschweren. Ist jetzt ja mal auf hohem Niveau. Ging jetzt auch nicht so lang. Dann wollen wir jetzt hier hin wieder. Da kamen wir her, oder? Ich glaube ja. Oh, die haben die Stadt aufgebaut. Krass. Oder wieder aufgebaut. Das ging ja schnell. Wie lange waren wir denn weg? 3 Jahre. すげえな。もうこんなに短期間で町がここまで信じられません。どうやら魔法じゃないみたいよ。ほれ、貫徹で燃え尽きって感じ。騎士団も頑張って戦ったようね。みんなで力を合わせたらこんなことさえできちゃうんだね。人はいざという時、ツリーと引くシーラのごとくすごい力を発揮するのじゃ。 ああ、確かにこの状況を見たら人の力って侮れねえと思うな。どう？お気に召して？正直脱帽だ。ユーリ、どうだい？そっちの方は。ああ、話つけてきた。あとは殿下の都合がついたら迎えに行くと伝えてある。分かった。殿下にも連絡がついたよ。来ていただけることになった。 船でこちらに向かわれている。まあ、のんびり屋さんね。バウルにお願いして連れてくるわ。ハリーもナッツも。いいのか？バウル怒るんじゃないか？一刻を争うんでしょ？バウルも分かってくれるわ。そうしてもらえると助かる。もう時間は残されてない。ついに世界の首脳陣が集まるのですね。あとは 分かってもらえるかどうかだね。とことん話し合って、それでもダメなら殴り合いなのじゃ。みんないろんなことを乗り越えてきた人たちです。大丈夫、きっと分かってくれます。ああ、精霊 星神デューク。世界中のコアを精霊に変える。途方もない話ですね。
信じがたいだろうがな。これが今、俺たちのぶつかってる現実だ。ブラスティアがこの世からなくなる。結界もなくなる。でなきゃ、デュークか星ハミにやられて一巻の終わり。選択の余地はないが、果たして受け入れられるか。誰も破滅の未来を望んでいないと思います。辛くても生きていれば前に進めます。うん、だから僕たちはやるんだ。人々の混乱を防ぎ、明日へ導くのは帝国の務め。今こそ人々のための知性を敷く時なのですね。我々も忙しくなりますね。人々の生活基盤を整えて、ブラスティアに代わる産業を確立。結界なしで魔物を退けるための方法も考えなければ。傭兵ギルドや曲がりの剣だけじゃまかなえねえしな。騎士団の再編をギルドと合同で行うというのはどうでしょう。面白い試みだけど、すんなりいくかしら。最後まで立ち会わないのか。ああいうのは俺らの仕事じゃねえだろ。そうそう、お偉いさんがまとめればいいんじゃない。彼らが思うよりも人々は今の生活から離れられないと思うけれど、彼らはそれを整えるのが仕事。星はみをぶっ潰してデュークのやつを止めること。うむ、うちらにはうちらの出番が待っておるのじゃ。そうか、すまねえな。面倒なことは全部お前らに回しちまって。こっちのセリフだ。いつも一番辛いところを君たちに任せてしまって。さあ、僕らも頑張らなくちゃ。でも世界中のコアにアクセスする方法が。それなんですけど、アレクセイやバルボスの残した研究成果の中に、ブラスティア間のネットワークを構築するみたいな記述が。本当？それ今どこにあるの？僕の私物と一緒に運んできました。うわ、ちょっとねえ、人の荷物勝手に見る気ですか？あ、私も行ってきます。行っちゃった。相変わらずブレイブベスペリアは賑やか。うんにゃ、うるさいのじゃ。それが僕らの流儀なんだよ。少し望みがつながったようね。ええ、あの子がああなったらきっと答えを見つけてくれるわ。だな、期待して待ってようぜ。Okay, cool.Gut, dann dürfen die erstmal ihr Zeug machen. Was machen wir denn in der Zeit? Das ist eine gute Frage, ne? Also wir haben jetzt eine neue City. Ziemlich cool, wahrscheinlich wieder mit allen reden, ne? Hatten wir auch so oft, dass wir unsere Charaktere wiederfinden müssen und mit denen schnacken müssen, wenn sowas war. Okay, da brauchen wir nichts machen. Dann gehen wir mal zu Patty. Gut, brauchen wir nichts machen. Was können wir denn sonst noch tun? Erstmal umschauen.Das hat noch nie geschadet. Händler wäre eigentlich auch ganz nett. Aber bringt mir aktuell ja eh nichts, weil ich meine Charaktere nicht dabei habe. Und die hätte ich gern, bevor ich Sachen kaufe. Hier haben wir Flynn und Sodia. Ja, gut. Oh, cool. Yuri, ちょっといいかい? Oh.どうした？ここじゃなんだから入り口のところで待って。うん。Okay, ein Gespräch zwischen den beiden. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das letzte Gespräch mit den beiden war ja in der Wüste, glaube ich, ne? Da bin ich ganz sicher. Das werde ich auf jeden Fall gleich machen. Ich will mich erstmal ein bisschen umschauen.
Vielleicht finde ich noch irgendwas Tolles. Sieht aber nicht so aus. Hätte ich einen Speicherpunkt, den kann ich auch einfach mal nutzen. Er hat gemeint, er steht am Eingang, ne? Das wäre ja dann eigentlich hier unten links, glaube ich, oder hier unten rechts. Was bist du? Gaststätte stand da, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht ganz gelesen. Also hier sind die zwei. Oh, okay, das war nicht beabsichtigt. Lustig, dass ich da was finde. Nehme ich natürlich trotzdem gerne an mich. Wollte eigentlich mit Rita sprechen. Aber die haben auch nichts groß zu erzählen. Dann dürfen die ihr Zeug machen. Was bist du? Waffenladen? Glaube ich. Beziehungsweise Shop, oder? Oh, Synthese erstmal. Du hast bestimmt was Neues, oder? Weil wir sind noch in einer neuen Stadt. Ja. Das sind komplett neue Sachen. Danke dafür. Ja, die Sachen werde ich auf jeden Fall kaufen. Ungeachtet dessen, ob die Leute jetzt da sind oder nicht da sind, weil davon brauche ich eh immer. Oder hätte ich gern immer 3 Stück. Um daraus dann meine Sachen zu craften. Ihr seht, wie teuer das ist, ne? Ah, wir haben kein Geld mehr. Autsch. Jetzt bei denen eben nur 1. Leider. Eieiei, das tut weh. Nur so ein neues Equipment, aber da brauche ich, wie gesagt, halt meine Leute dafür. Bevor ich mir das alles holen kann. Das könnte alles neu sein. Was wir, glaube ich, noch nicht haben. Okay. Erhöht maximale KP um 30%. What the fuck? KP war Leben, ne? 30%? Ich überlege gerade, 30%. Das ist echt viel, ne? Wenn ich allein überlege, dass Yuri schon die ganze Zeit nur mit dem Ding rumrennt, dass wir 1,5 mal mehr Geld kriegen und jetzt 30% mehr KP bekommt. Ich glaube, das sollte ich kaufen, oder? Das könnte mir jetzt gerade gegen Ende, könnte es echt noch viel bringen. Kaufe ich 4 Mal, wird wahrscheinlich kurz vorm Endboss oder so, werde ich das Ding reinwerfen. Mit 30%. Yuri hat 4700 Leben. Ist echt einiges, ne? Das war dieser Onyx. Ah, da stand es ja gerade. 5900. 1200 mehr Leben. Ist schon... schon krass auf jeden Fall. Ich überlege, ob ich das Skull-Ding noch brauche. Ja, ich werde wahrscheinlich nochmal... Synthese... Zeugs Farm geben irgendwann. Ja, wir sollen zu Flynn, ne? Okay, wir haben so ein neues Equipment, aber das mache ich auch irgendwann bei Gelegenheit. Was bist du? Ach, guck mal, da ist wieder der Koch. Ah, den haben wir so lange nicht mehr gesehen, ne? Oder ich habe ihn nicht gefunden. Kann sein, dass ich öfter mal vorbeigelaufen bin. An den Burschen. Aber ich habe eh nie irgendwas zum Kochen hergestellt. Fällt mir gerade auf. Ist für mich so das unnötigste Feature. Bisher. Kann auch sein, einfach weil ich nicht damit umgehe und es eigentlich auch nicht gewohnt bin aus Rollenspielen. Ich speichere jetzt nochmal, weil ich jetzt auch gerade Sachen gekauft habe. Und dann wollen wir mal Richtung Eingang. Oh, da haben wir noch Judy. Und hier haben wir Flynn. Ja. Komisch, dass ich da gefragt werde.改まってどうしたんだ?君はこのまま行くのか?ん?ここに世界の指揮を取る人たちが集まってる。今こそ君の功績を称えられる時だ。またその話か。僕の功績の半分、いや、それ以上が本当は君の。いいじゃねえか。誰がやったかなんてどうでも。よくないさ。 なぜ自分だけそんな選択をする? どうして辛い部分を全部背負い込もうとする?
僕には背負えないからか。お前は俺が背負えないもの背負ってくれてんじゃねえか。俺が好き勝手やれてんのが誰のおかげかってことくらい。バカ。だけどダメだ。どうも余計な言葉ばかり出てきてしまう。なら、こいつで来いよ。ユーリ、お前が口で俺に勝てるわけねえだろ。お前が俺に勝てるのはこいつだろ。そうか、そうだったな。思いはすべてこの剣に乗せる。いいぜ、来な。Oh Gott, nee, oder? Oh, geile Musik, Alter. Holy shit. Gegen Flynn. Alter, das wird doch ein Kampf, den ich nie gewinne. 150.000 Leben, ey. Was soll ich denn gegen den machen? Ja, ich krieg doch jetzt schon auf. Der hat nur eine Combo gemacht. Und die habe ich schon nicht gerafft. Alter Junge, darf ich auch mal bitte kurz... Okay. Ich würde jetzt einfach mal verlieren, weil ich glaube, ich soll das so, weil ich würde den niemals besiegen. Ich würde den niemals besiegen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt nicht gewonnen habe, auch so, und ich habe ihn null abgezogen. Ich glaube nicht, dass ich ihn besiegen kann. Okay, war anscheinend so gewollt. Gut. Oh mein, hontou tekagen shinei no na.思いのすべてを乗せると腕を上げたな、ユーリ。お前もな、昔のままのお前だったら楽勝だったはずなんだがな。昔剣に誓ったっけ、人々の笑顔のために。あ、たとえ歩む道が違っても、背負うものが違っても、賛辞を受けても罵られても、騎士もギルドもそれは変わらない。そうだね、俺たちは互いに手の届かないところがある。だから僕たちは一人ではない。Gut. Musste anscheinend so passieren. Kann ich jetzt auch nachträglich mitleben. Ich kann es. Seelen, die Koa zu verbinden, Leiki zu machen. Seine Kraft zu 4 Seelen zu verbinden, Myōjō 1 Gō zu verbinden. Sie zu verbinden mit Hoshihami.僕が見つけたんですよ。この装置と各地のシルトブラスティアを同期させて、シルトブラスティアを中継して周囲のブラスティアに干渉するのよ。ええ、リタ姉の話がタコの足よりも難解すぎてカロルが理解しとらんのじゃ。今のパティ分かった？要するにコアを精霊に変えることができるんだな。だからそう言ってるじゃない。さすがです、リタ。問題は時間がないことね。コアのネットワーク作るのと収束する用意は同時にやらないと。ネットワークの構築は僕がします。アスピオからの避難者もいるし。学者たちだけじゃ護衛が必要だろう。魔物も星ハミも結構ヤバいぜ。そこは騎士団がやりましょう。命に代えても守り抜きます。足りない分はギルドが援護するわ。技術者だっていないわけじゃないし。なんとかなりそうだね。けど肝心の明星1号は治ってんの？それはまだよ。コンテナに使える部品が揃ってないの。必要な計算は済ませてあるから、あとはそれに適合した部品を見つけるだけなんだけど。それならいっそ新たに作ってしまってはどうでしょう。今ならここには
人も資材も豊富にあるはずです。あら、いい案ね。ネットワーク構築の前哨戦ってとこかしら。確かに、それができるならその方が早いかも。決まりね。後で人を集めるから詳しい説明をしてちょうだい。星はみに挑む武器をみんなで作るんだね。この町を作ったようにじゃな。そう考えると不思議な感じね。あとは精霊の力が確実に星はみに届くようにできるだけ近づいて明星1号を起動させるだけよ。つまりあそこだな。タルカロンの塔、デュークの根城か。戦うことになるんでしょうか。どうだろうな。けどタルカロンをぶっ放させるわけにもいかない。避けて通れないんだね。あ、そういうこと。それじゃあ私は明星1号の修理に取り掛かるわね。頼むぜ。できれば明日には出発したいからな。Gut, klingt ja nach einem sehr vielversprechenden Plan. Ich werde hier die Folge beenden. Beim nächsten Mal werden wir jetzt nochmal wahrscheinlich ein bisschen reden. Und wir wissen ja auch, dass wir jetzt zu Duke müssen, beziehungsweise nach Tarkaron. Und ja, werden da früher oder später auf das Hindernis namens Duke stoßen. Wahrscheinlich eher... Ja, wird er nicht so angetan sein von unserem Plan. Denke ich einfach mal. Weil er ja selbst einen Plan hat. Und ich glaube nicht, dass er sich von uns irgendwas einreden lassen wird. Also werden wir früher oder später auch auf ihn stoßen. Und dann noch auf den Adepagos. Das wird ein Spaß. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!